LG hat einen Kühlschrank rausgebracht, der ein Display hat, das sogar ein bisschen durchsichtig ist. Und um uns alles über den LG Smart Interview zu erzählen, haben wir uns hier diese Expertin geholt. Und der stelle ich jetzt ein paar Fragen auf Englisch und ich übersetze dann auch immer wieder. So, thank you very much, first of all. So, how does it work? Can you tell me a little bit about the product? This one is basically like having a laptop with your fridge. It has the Microsoft Windows 10, so it comes with Cortana as well. Die freundliche Dame hat uns gerade erklärt, das haben wir jetzt auch schon ein bisschen gesehen, auf diesem Kühlschrank läuft Windows 10. Das bedeutet, wir haben also hier unsere üblichen Kacheln, unsere üblichen Apps, die wir nutzen können. Wir könnten sogar zum Beispiel Netflix runterladen und irgendwie beim Zubereiten von Speisen irgendwie einen Netflix-Film angucken. Genau, und wir haben aber hier auch zum Beispiel diesen Kamera-View, das kann ich hier jetzt nochmal ganz kurz aktivieren. Und dann kann ich live über Kameras quasi ohne den Kühlschrank aufzumachen reingucken, was ich noch drin habe. Zum Beispiel gucke ich in der linken Tür, ich habe noch genug zu trinken, und in der rechten Tür gucke ich nach, Orangensaft ist jetzt nicht mehr so viel da. Genau. So, what else does the fridge do? Also, you can adjust the temperature here as well. Fridge control. You can also child lock, childproof, door alarm. You can also click on that. Also has main screen. You can write memo notes as well. You can click on the screen. Gives you a D3, a timer, memos to write notes and stickers. Also was uns die freundliche Frau jetzt gerade gezeigt hat, ist, es gibt hier in dieser Ansicht eben so ein paar Funktionen, ein paar Apps kann man eigentlich fast sagen, die man ausprobieren kann. Sie hat uns zum einen hier den Timer gezeigt, das heißt also, wenn ich irgendwas zubereite, kann ich das zum Beispiel verwenden, um einen Timer einzustellen, dann weiß ich irgendwie, okay, jetzt muss ich die Nudeln vom Herd nehmen. Hier dieser D-Day, hier steht jetzt Day 7, das heißt in 7 Tagen läuft etwas ab, das kann ich manuell eintragen. Ich habe eine neue Milch reingetan und jetzt möchte ich eben daran erinnert werden, dass ich sie vielleicht besser nicht mehr trinken sollte, und deswegen stelle ich hier diesen D-Day ein. Und dann eben hier diese freundliche Nachricht, die ich jetzt irgendwie für meinen Mitbewohner noch hinterlassen habe. Da steht Get Milk drauf, also kauft doch bitte neue Milch, weil die 7 Tage sind vorbei. Das sind zum Beispiel so Funktionen, die man auf diesem teils transparenten Display dann eben nutzen kann. Genau. Übrigens ist genauso an Bord die Sprachsteuerung Cortana. How do I launch Cortana? Genau, also hier oben sieht man schon das bekannte Symbol, und dann kann ich zum Beispiel nach Dingen fragen, mir was erbingen sozusagen statt ergoogeln und eben solche Sachen. Genau. Ich glaube, das reicht für den Moment über den smarten Kühlschrank. Thank you very much, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann der auf den Markt kommt. Ein bisschen erinnert er mich an ein anderes Produkt eines anderen koreanischen Herstellers. Vielleicht wird da mal ein Vergleichstest zwischen zwei connectivierten Kühlschränken fertig. Mal gucken.